Peter und June Electron sind seit 10 Jahren verheiratet und haben einen 16 Jahre alten Sohn, Ben. Die Familie lebt in Nordengland in einem kleinen Einfamilienhaus, seit kurzem auch mit Solarkollektoren auf dem Dach, die der Familie dank der Einspeisevergütung im Laufe der nächsten 25 Jahre einen ordentlichen Gewinn bringen werden. Die Kollektoren waren Junes Idee. Sie fühlt sich schuldig wegen ihres unökologischen Lebensstils, auch ohne jetzt direkt tote Eisbären auf dem Gewissen zu haben. Also hat sie dem Energieverbrauch in ihrer Familie den Kampf angesagt. Eine von Junes Maßnahmen ist der Energy Shure Duschkopf, der jede Dusche auf 7 Bar beschränkt. Damit sind alle zufrieden und mittlerweile haben Peter und Ben sogar damit angefangen, einen Wettbewerb um die kürzeste Dusche auszutragen. Im Moment liegt Ben übrigens vorne. Und June ist froh, dass Ben dadurch früher aufsteht und nicht schon wieder zu spät zur Schule kommt. Einer der Hauptgründe, dass Peter Junes Vorschläge unterstützt, sind die Energiekosten, die diesen Winter erneut um ganze 20% gestiegen sind. Dadurch ist den beiden ihr hoher Verbrauch erst so richtig bewusst geworden. June hat zum Beispiel damit angefangen, abends zu duschen, weil dann die Stromkosten geringer sind. Dadurch kann sie ihre Haare auch länger föhnen und das zu niedrigeren Preisen. Außerdem hat sie abends auch mehr Zeit für sich und muss sich nicht so beeilen wie morgens. Das Smart Meter steht schon beim Frühstück auf dem Tisch und Peter meldet hocherfreut, dass es immer noch im grünen Bereich ist, die Familie also im Verbrauchslimit für diesen Morgen geblieben ist. Durch den Smart Switch Online-Dienst spart die Familie noch mehr Geld, da sie damit ihren Stromversorger regelmäßig anhand von aktuellen Preisinformationen wechselt. Ein großartiger Service, den June und Peter toll finden. Besonders dann, wenn im Radio mal wieder von neuen Strompreiserhöhungen die Rede ist. Wenn Peters Kollegen sich über ihren Stromanbieter beschweren, empfiehlt er Smart Switch weiter und hofft heimlich, dass sie sich auch dort anmelden. Dann würden June und er den 50-Pfund-Gutschein bekommen, den Smart Switch für erfolgreiche Empfehlungen ausgibt. Weihnachten kann kommen! Das Smart Meter zeigt an, dass man seine Wäsche am besten am frühen Nachmittag oder nachts zwischen Mitternacht und 6 Uhr waschen sollte. Kein Problem für die Electrons, denn June kann an 3 Tagen in der Woche von zu Hause aus arbeiten und erledigt die Wäsche dann in ihrer Pause. Aus ökologischen Gründen wird die Wäsche, wenn möglich, jetzt auch draußen statt im Trockner getrocknet. Nachdem June die Wäsche aufgehängt hat, gönnt sie sich heute eine kleine Pause in der Sonne. Besonders den neuen Energieversorger, bei dem sie sich angemeldet haben, schätzt die Familie. Peter und June fühlen sich entlastet, weil sie dadurch viel Verantwortung abgeben konnten. Natürlich müssen die Rechnungen immer noch überprüft werden, aber dank zusätzlicher Informationen kann man jetzt viel einfacher erkennen, wo Energie verbraucht wurde. Da das ganze System automatisch abläuft, kann die Familie darauf vertrauen, dass sich alles selber organisiert. Solange der Verbrauch in den festgelegten Grenzen liegt, müssen sie sich keine Gedanken mehr machen. Außerdem macht sich Peter jetzt viel weniger Sorgen, ob Geräte ausfallen oder aus Versehen anbleiben, da das System alles überwacht und Bescheid gibt, wenn etwas Außergewöhnliches passiert ist. Letzte Woche hat die Familie eine neue Tiefkühltruhe angeschafft. Sie haben sich für ein Modell entschieden, das Smart Switch empfohlen hat. Es hat zwar keine Eismaschine, wie Ben wollte, aber er hat sich letztendlich auch mit bunten Eiswürfelformen zufrieden gegeben. Ihnen gefällt das glänzende, neue Hightech-Design des Geräts und seine beeindruckenden Energiesparleistungen. Zum Beispiel stellt es sich automatisch ab, wenn die Tür für eine bestimmte Zeit offen gelassen wird. Das ist auch ganz praktisch, als Ben, gegen den Rat seines Vaters, beschließt, probeweise hineinzuklettern. Auch mit einer anderen Entscheidung ist Peter sehr zufrieden, die Solarkollektoren auf dem Dach. Die Watts von nebenan haben sich neulich ein Windrad aufs Dach bauen lassen, aber Peter und June haben sich aus optischen Gründen für Solarkollektoren entschieden. Durch ihren neuen, ökologischeren Lebensstil sind sich die Watts und die Electrons auch als Nachbarn näher gekommen. June und Carol Watts diskutieren über die Vor- und Nachteile ihrer beiden Energiesysteme, während Peter und John Watts Tipps zum Energiesparen austauschen. Beide Familien sind stolz auf ihr Engagement. Am Ende jedenfalls sind sich alle einig, dass sie sicherlich in der umweltfreundlichsten Straße Nordenglands wohnen und sich nicht vorstellen könnten, irgendwo anders zu leben.